Ocarina of Time erschien am 11. Dezember 1998 in Europa. In Ocarina of Time muss man das Land Hyrule davor bewahren, von Ganondorf übernommen zu werden. So schickt der Dekubaum den Feen-Navi zum Helden Link und überbringt ihm die Nachricht, dass er seine Heimat verlassen muss, um Ganondorfs bevorstehende Herrschaft zu verhindern. Für viele Leute ist Ocarina of Time noch heute eines der besten Spiele, das jemals erschienen ist, und wurde mit Perfektwertungen überhäuft. Es wird als das beste Zelda aller Zeiten bezeichnet, nicht nur weil die Grafik damals fantastisch ausgesehen hat, sondern auch weil der Sprung von A Link to the Past zu Ocarina of Time einfach gigantisch gewesen ist. Ocarina of Time hat durchschnittlich 52 Parts. Falls ihr für Ocarina of Time stimmen wollt, klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung, oder wenn ihr noch die anderen zwei Projekte sehen möchtet, wählt auf dem Bildschirm oder in der Videobeschreibung.